Hi Esmiel! Ja, der zweite Teil von meinem Holzspalter-Projekt. Und wie ihr es vielleicht schon am Ton merkt, ich habe jetzt mein Mikro dran, nachdem ich endlich einen passenden Adapter gefunden habe für meinen Rechner. Ja, ich hoffe, der Ton ist jetzt besser geworden. Also ich habe ja im ersten Teil noch ein bisschen das Rauschen weggeschnitten, aber in der Stimme habe ich es nicht weggekriegt, weil da die Kamera dran schuld ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es jetzt so weiter so erstmal geht. Ich wollte es eigentlich übers Headset machen, aber der Ton ist da auch nicht so wirklich schön. Und das Mikro hier hat wenigstens so ein Püschel drauf. Oder hier so ein Schaumstoff. Da geht das ein bisschen besser. So. Gut, ich würde sagen, da bin ich einigermaßen ausgerüstet. Ich hoffe, das passt alles so. Ja, ich möchte anfangen mit den Hauptträgern heute. Ich mache mich erstmal wieder ein bisschen kleiner. Falsche Richtung. So. Und zwar die Träger habe ich euch auf dem Bildschirm gezeigt. Das sind zwei HEA 200. Die haben eine Beide die Länge 280 und sind somit mehr als ausreichend für mich oder für mein Projekt. Die haben vorne und hinten so Stirnplatten drauf. Die Seite ist ein bisschen größer als die hier hinten drauf sind. Da sind nur so, ja, ich sag mal, die Dreiviertels, Stirnplatte, die sind schmaler. Ich muss erstmal sehen, welche Seite ich so lasse oder ob ich beide abmache. Mal gucken. Gut. Ich habe schon mal meine Baugruppe aufgemacht und mein Programm. Und zwar kann ich ja hier, das ist eben das Schöne an diesem Programm, ich habe hier eine Normtype-Bibliothek drin und kann quasi alle möglichen, wie ihr seht schon, Schrauben, Muttern, Lager, Rohrleitung, Profile und was weiß ich nicht alles hier reinziehen. Dann gehen wir mal auf i-Profile, mache erstmal einen Filter an, dass ich nur die DIN-Teile sehe und da hat man es schon. Ja, ich habe hier ein HEA 200, das heißt, dass die Höhe 200 ist und die Breite ein bisschen weniger, also müsste 196 sein, glaube ich. Und somit ist es ein IPBL. Das ist der hier. Den machen wir mal auf. Und dann gucken wir mal, wo der 200er ist. Hier. Dann will er noch wissen, wie lange ich ihn haben will. Ich mache erstmal meine 2,80 Meter, die ich habe. Und der Bestimmungsort, wo er hin soll. Da habe ich hier ja schon meine Liste oder mein Ordner, wo die ganzen Einzelteile reinkommen. Jetzt muss ich denen nur einen Namen geben, schnell. Das, was ich hier mache, ist jetzt quasi, wie ich das immer auf Arbeit mache oder wie ich das eigentlich gelernt bekommen habe. Und zwar die erste Kürzung HS heißt eigentlich Holzspalter. Da sind 20 Tonnen werden sollen. 20 und wegen dem Jahr natürlich. Und jetzt kommt die Baugruppe. Und dann fange ich mit B an. BA ist quasi die oberste Gruppe und jetzt gebe ich den ganzen Teil noch eine Nummer. Das ist die 101, fange ich immer an. Also 100 ist bei mir Schweißgruppen und alles, was mit 00 anfängt, sind Montagebauteile, also alles, was montiert wird. Müsst ihr euch nicht merken, es ist nur für mich. Und dann gibt man den ganzen nochmal einen Namen. Was soll der Träger sein? Ich werde jetzt nicht jedes Teil benennen und erklären, wie es schreibt. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. So, gehen wir auf Speichern. Und da hat man doch schon. Da ist er. So. Da wir zwei brauchen, kopiere ich mit denen gleich nochmal. Vorher muss ich aber noch was anderes machen. Ich muss den erstmal festmachen. Das sollte eigentlich standardmäßig eingestellt sein. Mal schnell umändern. Und zwar, dass die erste Komponente fixiert werden soll. Perfekt. Was ich dann auch immer mache,
Diejenigen, die auch konstruieren, die werden es wahrscheinlich auch vielleicht so machen. Ich habe es so gelernt bekommen. Diese Ebenen oder diese orangenen Flächen, die ihr jetzt hier seht, das sind quasi Konstruktionsebenen, haben den Vorteil, wenn man das Bauteil ändert, ändert sich zwar die Geometrie, aber die Bezugskanten verändern sich. Die Bezugspunkte für meine Abhängigkeiten ändern sich nicht. Was das alles bedeutet, erkläre ich dann alles mal im Nachhinein. Also, ich habe jetzt hier meinen Träger. Das Schöne ist, er hat jetzt schon. Die Ebenen sind alle wirklich in der Mitte, wie sie es eigentlich so gehört. Nicht ganz, oder? Da stimmt was nicht. Da stimmt was auch nicht. Da muss ich jetzt mal umändern. Gut, also den ersten Träger haben wir. Natürlich schön anzusehen. Hat auch sein Material schon. Stahl und ja, die Farbe halt. So, da ich jetzt zwei brauche davon, machen wir schnell einen zweiten rein. Das kann man ganz einfach machen, indem man hier das Bauteil einfach hier reinzieht. Da kann man so viel machen, wie man will. Da ich aber nur zwei habe. Gut, jetzt zeige ich euch mal, was der Vorteil ist von diesen Ebenen. Man kann die nämlich, ach, das müssen wir erstmal umändern, so zusammenpappen. Ich muss erstmal den Ton lassen. Gut. So, jetzt ist quasi, das ist ja fest, das ist mein Ursprungsteil und das ist beweglich in einer Richtung. Man braucht immer drei Abhängigkeiten, um ein Bauteil festzumachen. Zwei habe ich schon. Jetzt kommt die dritte. Zack. Also ich habe gesagt, dass die Stirnflächen aneinander liegen sollen. Das machen sie jetzt auch. Und da haben wir doch schon mal meinen Werktisch oder meinen Spaltertisch. Gut. Wie fangen wir an? Also ich will erstmal den ganzen Kit einen Namen geben. Das soll die Baugruppe der Tisch sein. Da habe ich ja mit BA angefangen, das ist die 100. Spalttisch nenne ich das Ganze mal. Müsste mal meine Brille aufsetzen, das sehe ich nicht. Gut. Okay. Ja, wie will ich es verschweißen? Das können wir nämlich auch gleich mal machen. Ich mache es ungern, weil es einen Haufen Speicher frisst. Aber ich zeige euch mal auf jeden Fall, wie ich die Teile anfassen möchte. Wir gehen mal einfach mal hier in das Bauteil wieder rein. Nehmen eine Faser. Da die Flanschdicke, die können wir vorher mal messen. Zeige ich euch mal schnell. Also wie gesagt, der Träger ist ja 200 breit und nur 190 hoch, genau. Jetzt habe ich ihn andersrum gesagt. Also 200 breit und 190 hoch. Damit habe ich jetzt damit eine Tischbreite von 400. So, jetzt will ich. Ah, habe ich wieder was vergessen. Entschuldigung. Die Flanschdicke. Machen wir 10. Dann mache ich eine 8er Phase dran. Dann kann ich dir schön richtig schön verschweißen. Die machen wir auf die komplette Länge. Und wenn ich den jetzt, ja, da haben wir schon wieder das nächste Problem. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Wenn wir uns jetzt nämlich von vorne angucken, da ist die meine Schweißphase, quasi die Nahtvorbereitung so rum. Und wie ihr seht, ist jetzt bei dem Bauteil das hier unten. Das mache ich jetzt mal schnell so, dass es gleich ist. So, ich habe das jetzt mal schnell umgeändert. Und zwar sind wir jetzt hier oben einmal angefasst, einmal hier angefasst. Wie ich das dann in der Werkstatt mache, muss ich dann erstmal sehen. Ich werde wahrscheinlich eher beide anfasen.
Gut. Das haben wir ja jetzt schon. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich den Zylinder festmache. Da habe ich ja schon mal angefangen. Und zwar möchte ich gerne hinten eine komplette Platte machen, wo der Spalter quasi dagegen drücken kann. Und die soll auf die komplette Breite und Höhe von den beiden Trägern drüber lappen. Und natürlich muss es ein Stückchen höher sein. Dazu mache ich mir jetzt mal schnell diese Platte. Ich weiß ja, die Träger sind 400 breit und 190 hoch. Da machen wir erst erstmal diese Platte mit diesen 190 und den 400. Ich mache jetzt am Anfang mal ein paar Teile so, dass ihr mal seht, wie das eigentlich funktioniert. Und später, wenn das Ganze langweilig geworden ist, sage ich mal, werde ich die Teile machen, ohne dass ihr dazu guckt. Aber jetzt erstmal für den Anfang möchte ich euch das mal gerne zeigen, wie man das macht. Also ich habe jetzt quasi eine Skizze aufgemacht, ein Bauteil aufgemacht. Und dazu muss man eine Skizze machen, was die Hauptabmessung quasi betrifft. Und da habe ich jetzt hier quasi dieses Rechteck gemacht. Sagt dann, wenn die Skizze komplett blau ist, heißt das, alle Abhängigkeiten vergeben sind, dass der Computer weiß oder das Programm weiß, so soll das Teil sein. In den Mittelachsen liegt das Teil. Das ist mir immer wichtig, weil dann kann man diese Ebenen auch perfekt nutzen. Das zeige ich euch ja mal später am Beispiel, warum mir das so wichtig ist. Jetzt sage ich Skizze beenden. Jetzt muss ich den ganzen Teil eine Dicke geben. Und hier sehe ich schon, irgendwie ist mein Computer komplett verstellt. So, das sieht auch besser aus. Ja, jetzt geben wir den ganzen einen Namen. Und zwar ist es die Stirnblätter. Gut, jetzt zeige ich euch auch die Ebenen. Brauche auch nur zwei davon. Sehr schön. So, da jetzt aber, ich habe das jetzt mit Absicht so gemacht, und zwar sage ich, dass die Fläche quasi auf diese auffliegen soll. Die Fläche soll mit denen bündig sein und die sollen mit sehr genau in der Mitte liegen von den beiden. Und jetzt liegt das so drinnen. So, ich habe mich mal kurz mal schnell eine Vorlage gemacht, weil irgendwie scheint meine eine Vorlage nicht mehr da zu sein. Gut, also ihr seht ja schon, so wird das nichts mit den Spalter anbauen. Deswegen will ich die Platte nochmal bearbeiten. Dazu gehe ich wieder in die Skizze rein und sage ihm, dass ich hier gerne noch ein Stückchen dran haben möchte. Achso, ein Kreisel. So, dann gehen wir noch ein Stückchen hoch, gehen so ein Stück rüber, so, so, so. Und so, machen so ein kleines Trapez hin. Hier möchte ich gerne, weil ich ja die Platte noch anschweißen muss, möchte ich quasi einmal die Stärke vom Material, also 15 mm, möchte ich quasi als gerade Kante haben. Und damit ich hier die Kante nicht extra nochmal bemaßen muss, gibt es da so ein, das hier alles sind Abhängigkeiten. Und das ist die Bemaßung. So, ich möchte das Ganze nochmal um 150 mm, weil gerade zufällig die gleiche Zahl stehen, erhöhen. Hier 150 machen, da mein Zylinder ja 100 ist. Und dann habe ich quasi oben und unten 25 mm Platz. Somit guckt er nicht drüber, unten scheuert nichts. Ja, so möchte ich das haben. Jetzt möchte ich die Linie noch in die Mitte haben. Das machen wir damit, mit dem Befehl. Und jetzt will ich mal sehen, dass wir hier einen ordentlichen Winkel hinbekommen.
So 45 Grad. Gucken, was wir hier oben rausbekommen. 130. Ja. Das passt. Sieht nicht schlecht aus. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Müssen das nochmal bearbeiten. Und sagen, dass das Profil noch mitmachen soll. Und da haben wir jetzt eine schöne große Platte, wo der Zylinder sich dagegen drücken kann. So, da das ja so nicht halten wird, also der Zylinder würde das einfach hier oben umknicken, das ist gar keine Frage. Deswegen müssen hier noch zwei Knacken, Rippen, Laschen, wie auch immer das nennen möchtet, müssen hier noch rein. Und wie groß die werden müssen, da will ich erstmal den Zylinder hier reinholen, dass ich erstmal einen groben Anhaltspunkt habe, wie groß das werden soll. Halt, da war er schon. Und zwar habe ich hier schon mal das Zylinderrohr. Das habe ich mir, das Modell habe ich schon mal gemacht, wo ich den Zylinder gerade neu hatte. Habe ich mir gleich Zollstock und Messschieber genommen und habe mir das alles ausgemessen. Das passt auch alles soweit. Ich kann auch gleich mal die Kolbenstange mit reinholen. Jetzt muss ich mir mal überlegen, welche das war. Da hier. Also ich habe hier den Zylinder. Die sehen nicht wirklich so aus, aber ich habe den wirklich nur ganz pro forma, also ganz grob mal erstellt, damit ich ungefähr weiß, wie groß das wird, das Ganze. Jetzt muss ich nur mal gucken, weil jetzt gerade das Maß nicht, wie weit der rausgerückt ist. Aber das finde ich dann nachher noch raus. Das ist ja auch erstmal nicht so wichtig. Das wird dann, der Hub wird nur dann wichtig, wenn ich dann die Position des also Messerblocks bestimme. Gut. Wir wollen den jetzt erstmal positionieren. Dazu brauche ich auch seine Ebenen mal, damit ich den jetzt sagen kann, du liegst jetzt genau in der Mitte. Jetzt liegt er hier schön in der Mitte. Den machen wir erstmal wieder raus. Den brauchen wir jetzt nicht. Gut. Ich mache jetzt erstmal den mal ein bisschen farbig. Das muss mal ein bisschen. Ich weiß ein bisschen mit dem Hintergrund. Deswegen machen wir den jetzt mal schön rot. Gut. Also, ihr seht ja, dass wenn ich den jetzt so ein bisschen mit der Hand hinrücke, dass ich hier Platz habe. Ich mache jetzt mal schnell den aus. So. Also, ihr seht ja, dass ich jetzt mit der Hand hingerückt habe, hier Platz ist und hier Platz ist. Da ich ja weiß, wie dick das ist. So, ich kann es euch nochmal sagen. Also der Zylinder ist 105, hat einen Durchmesser von 105. Und ich könnte jetzt hier sagen, bin ich bei 200 genau. Also wenn ich jetzt das 150 gemacht habe, möchte ich gern das Auge bei 75 haben. Ja, genau. Ihr seht hier, warum er 200 angezeigt hat. Gut, und da sind wir schon, wo wir hin wollen. Also 75 soll das Loch werden. Wir haben hier einen Augendurchmesser von 40. Also muss unsere Rippe auch so werden. Ich habe jetzt mal schnell ein paar Vorlagen gemacht. So, und da machen wir wieder eine schöne Rippe, Knacke, Lasche, wie auch immer. Ich mache jetzt erstmal grob, wie sie werden soll. So, so, so. Und wie ihr seht, die ist jetzt so, ja, lila, möchte ich mal sagen. Und das hat damit zu tun, dass diese Linien noch keine Abhängigkeiten haben. Abhängigkeiten sieht man immer an diesen Zeichen hier. Und die muss ich jetzt so lange machen, oder ich muss jetzt so viele Abhängigkeiten vergeben, bis das komplett blau ist. Und so habe ich hier meine ganzen Befehle. Also ich mache jetzt quasi rechtwinklig, dass die Linie rechtwinklig zu der ist und die zu der. Ach, war schon.
das soll nicht recht pünktlich werden. Jetzt möchte ich sagen, erstmal, wie groß das Ganze haben möchte. Hier machen wir, weil das 550 gerade so sich anpasst, anbietet, machen wir die 150, das 150. Und hier machen wir ein bisschen mehr, weil ich ja mit dem Auge hier hin möchte. Machen wir hier, ich lasse mal die 65 mal drüber. Und hier zum Schweißen wieder die Plattenstärke. So, jetzt ist es immer noch nicht blau, obwohl jetzt die ganzen Maße dran sind. Deswegen möchte ich jetzt noch genau in die Mitte haben, also die Linie, da wo der blaue grüne Punkt ist, soll jetzt genau in der Mitte sein. Da ist jetzt die zwei Linien schon blau. Und die soll jetzt da mittig sein. Und somit habe ich quasi die Platte im Ursprung. Jetzt kommt noch das Auge, das muss ja noch rein. Da sage ich erstmal, dass es 40er sein soll. Und von unten 75, hat man ja gesagt. So, jetzt muss ich sehen und dazu muss ich das Teil dann nochmal neu aufmachen, wie weit das Auge hier von der hinteren Wand weg sein soll. Also quasi das Maß. Ich mache es erstmal 60 und dann müssen wir nochmal gucken, ob das reicht. Ich sage erstmal okay. Mache es auch 15 mm stark. Also ist schon voraus, also der merkt sich immer so ein paar Zahlen, die man zuletzt hatte. Man braucht es nicht immer reintippen. Gut, den ganzen Kit Namen geben, wie ihr schon wisst. Und das ist eine Lasche. Für mich. So, jetzt noch schnell die ganzen Abhängigkeiten wieder reingeben. Oder Ebenen anmachen, speichern das Ganze und jetzt holen wir das hier wieder rein. So, da haben wir sie. Zweimal das Ganze, links und rechts. Und jetzt packe ich es erstmal hier dran. Wir haben ja gesagt, dass die große nach oben schauen soll, also muss ich die Fläche an die Stirnfläche machen oder an die Stirnplatte so. So, und da die zwei ja hier unten drauf sein sollen, muss ich die Fläche nehmen, die Fläche, zack, und zack, gut. Jetzt natürlich liegen die noch immer noch so lose da, weil hier noch ein Maß fehlt. Entschuldigung. Ja, das Maß fehlt ja jetzt noch. Da müssen wir mal messen, wie breit denn das Auge ist. Das ist 30. Da aber 30, ja, erstens kommt man mit der Pistole nicht schön rein und zweitens wird das dann doch ein bisschen knirsch. Deswegen würde ich es dann gerne 40 machen. Da können wir nämlich hier links und rechts noch eine schöne Distanzscheibe drunter packen. Deswegen packen wir jetzt, deswegen sage ich jetzt, dass die Fläche von der Ebene 20 mm weg sein soll. Und das Ganze bei der auch. So. Gut. So, der Zylinder ist ja noch nicht fest, deswegen kann ich hier noch ein bisschen rumspielen. Dazu gibt es den nächsten Befehl, dass ich jetzt die Achse von dem Auge mit der Achse übereinstimmen kann oder einpassen kann. Zack, drinne. Und jetzt kann sich quasi der Zylinder nur noch um diese Achse drehen, was er nicht wirklich kann, aber das Programm weiß es ja nicht. Gut. Wie wir schon sehen, oder wie ihr vielleicht schon seht, gibt es hier eine Kollision. Das ist mal so. Ja. Wie ihr hier seht, gibt es schon eine Kollision
hier in dem Bereich. Das kann ich euch auch mal schön anzeigen lassen. Gibt es nämlich ein schönes Future oder einen schönen Befehl hier. kann man sich anzeigen lassen, welche Kollisionen mit welchen Bauteilen es gibt. Dann muss man die Bauteile dazu auswählen und dann kann man das mal anzeigen lassen. Und wie ihr hier seht, das sind die Kollisionen. Und die müssen wir jetzt noch beheben. So. Da der Zylinder ja nicht so stehen soll, so wäre es ja perfekt. Auch nicht so oder so oder so. Sondern er soll ja waagerecht sein. So genau wie möglich. Kriegt man eh nicht hin. Aber werden wir das hier Ganze mal ein bisschen umändern müssen. Und zwar werden wir das so machen, dass wir das Maß hier unten mit dem Maß hier oben gleich machen. Sprich, gehen hier in die Skizze rein, sagen, hier unten machen wir 100. Dann machen wir hier oben auch 100. So. Und den machen wir genau in die Mitte. Dann gucken wir mal, ob das schon passt. Jawohl. Aber ihr seht schon, hier ist es ein bisschen eng. Und wenn ich jetzt die eine mal wegmache, seht ihr schon, hier ist es auch viel zu eng. Deswegen machen wir das noch ein Stückchen größer. Machen wir mal hier auf 120. Da haben wir dann links und rechts nochmal 10 mm mehr Platz. Also, dass das die gleichen Maße sind. Ja, normalerweise müsste man jetzt die Linie hier neu ziehen, aber das mache ich jetzt nicht. Und damit ich hier nicht ständig das Maß umändern muss, sage ich einfach, dass das Maß einfach durch 2 nehmen soll. Und somit kann ich hier oben das Maß hier umändern und der ändert das Maß automatisch mit. Und das hier auch. Da ich gesagt habe, das Maß ist das gleiche wie das, könnte ich jetzt hier genauso machen, dass ich sage, das Maß soll immer die Hälfte von denen sein. Die kann ich hier auch umändern. Und das bleibt. Und die bleibt in der Mitte. Das nur am Rande. Wir wollen ja mal ein bisschen was schaffen heute. So. Aber ich sehe schon, ich brauche jetzt das eine Teil nicht mehr einblenden. Wir werden erstmal messen, wie groß dieser Abstand hier eigentlich ist. Und dann werden wir das mal ordentlich machen hier. Also die Fläche zu dem Auge sind wir bei 53. Also werden wir das Maß hier mal bei, wie machen wir es? 17. Ich denke mal so um die 40 rum. Was war da jetzt? Achso. Wir müssen das anders machen kurz, weil ich gesagt habe, dass das Loch ja immer in der Mitte sein soll und es jetzt nicht so sehr werden soll. Werden wir das Teil mal komplett neu machen. Das kommt aber öfters mal vor, also das ist jetzt nicht dramatisch hier. Deswegen heißt das ja auch konstruieren. Machen wir jetzt mal schnell ein neues Teil. Wir haben gesagt, es soll 120 breit sein und 150 hoch. Und das Loch soll jetzt 40 sein und 45 von vorne weg sein. So, jetzt braucht es noch eine Abhängigkeit. Und dann passt das. Gut. 15. Jawohl. So, jetzt müssen wir natürlich das Problem. Jetzt sind wir da gleich rum. Genau. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Abhängigkeiten wieder neu machen. Das mache ich jetzt schnell. Und sehen uns gleich wieder. Hier, das sind wir wieder. Ich habe das jetzt mal schnell in Ordnung gebracht.
Also, jetzt sieht es doch richtig gut aus. Jetzt haben wir auch ordentlich Platz dazwischen. Ungefähr bei 7 mm, das reicht. Weil bewegen soll er sich ja nicht. Er soll sich nur ein bisschen einen kleinen Winkelausgleich soll er haben. Und wenn ich jetzt mal gucke, wo er anstößt, und dann sind wir hier bei dem Winkel, der wird er ja nie erreichen. Nach unten kann er nicht. Deswegen das reicht, Digga. Muss dann nur mal gucken, ob hier eine Schweißnaht ist, nicht dass ich damit kollidiere. Damit können wir auch mal schnell ins Foto gucken. Aber das müsste eigentlich nicht der Fall sein. Ja, das muss ich dann mal sehen. Das Maß muss ich noch nehmen. Gut. Eins gefällt mir noch nicht. Und zwar hier oben die scharfe Kante. Die möchte ich gerne ein bisschen abgemildert haben, indem ich hier einfach eine Phase von 15 behalte und mal das Maß bei, dass man sich da dran nicht verletzt. Sieht ja schon ein bisschen besser aus. Das ist auch schnell gemacht. So, und dann kommt nämlich dann hier eine Schweißnaht hin. Hier wird sie ringsrum geschweißt und von unten wird sie verschweißt, die Platte. Die Rippen oder die Laschen werden dann so verschweißt. Einmal ringsrum. Mal sehen, ob ich innen reinkomme, sonst muss ich den Abstand größer machen. Aber was ich jetzt noch gesehen habe, was ich noch vergessen habe, und zwar haben wir hier hinten, ich zeige es euch mal schnell, wenn ich ja die Platte mit den zwei Trägern verschweiße, habe ich ja hier drin eine Kehlnaht. Und dann müsste ich jetzt quasi das Stückchen aussparen, wo die Platten hinkommen. Deswegen wird nicht die Naht ausgespart, sondern die Platte. Da machen wir auch eine 15er Phase dran. Da kann jetzt die Naht schön durchlaufen und das Teil geht schön an die Naht dran. Gut, haben wir doch schon mal die erste Lagerung vom Zylinder, haben wir schon fertig. So soll es sein. Und ja, die ganze Kraft geht quasi gegen die Platte und die Platte wird gestützt durch diese zwei Laschen, wo auch natürlich die Aufnahme ist. Da kommt dann noch ein Bolzen rein. Den mache ich aber später erst, weil ich da sehen will, ob ich da einen Standardbolzen bekomme. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon gut vorangeschritten mit der Zeit. Deswegen würde ich für heute auch wieder Schluss machen. Es soll ja eine längere Serie werden. Wie gesagt, Spalterbau kommt jetzt immer mittwochs. Und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Dann geht's an die andere Seite dran. Dann geht's an die andere Seite dran, wie das aussehen wird. Die haben wir ja fertig. Also seid gespannt auf nächste Woche. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder mit meinem normalen Video wieder. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.